Ich zeige euch hier die Videoshow-App, wie ihr in dieser Android-App ein Video schneiden könnt. Ihr seht, das sieht so aus. Wenn ihr nicht die Pro-Version habt, sondern die Gratis-Version, dann hat es da noch viel Werbung, aber man kann damit bereits arbeiten. Also, um ein Video zu schneiden, müsst ihr zuerst die Videos aufnehmen und dann könnt ihr gleich hier Video Edit anwählen und dann kommt ihr in die Übersicht mit den Videos. Die habt ihr jetzt vorher aufgenommen, dann sind sie unter Kamera abgelegt. Ich kann also hier hineingehen und sehe jetzt die Videos, die ich heute aufgenommen habe. Jetzt habe ich hier eine kleine Abfolge, wie ich mir einen Kaffee hole und ich habe das gerade ungefähr in der richtigen Reihenfolge gefilmt, spielt aber nicht so eine Rolle. Ich möchte jetzt aber gleich mit diesen Clips hier arbeiten. Also wähle ich die an, anklicken, so, dann gibt es hier einen kleinen Haken und ihr seht, hier unten werden sie gleich eingefügt. Also ich beginne hier und nicht hier, weil das der erste Clip ist und es macht mir gleich diese Reihenfolge. Die kann ich zwar nachher noch ändern, aber ist natürlich einfacher, wenn ich nicht alles wieder umstellen muss. So. Okay. Jetzt habe ich alle Clips angewählt und nehme hier Start. Jetzt seht ihr, jetzt läuft das Video gleich, aber das Rohmaterial, die Clips hier sind noch viel zu lange. Diese will ich nun bearbeiten. Dann seht ihr hier unten, kann ich wählen Pro Edit. Ich gehe also hier auf Pro Edit und sage jetzt, ich möchte Clip Edit, also jeden einzelnen Clip bearbeiten. Nun hat es mir den ersten Clip gewählt. Ihr seht sie da unten, wenn ich hier diesen kleinen Pfeil wähle. Dann kommen die nach oben, dann kann ich sagen, ja, jetzt möchte ich zuerst den ersten Clip trimmen. Das heißt, ihn auf die richtige Länge bringen. So, kann ich hier bei dieser kleinen Stecknadel ziehen und dann wird der Clip kürzer. Also, ich möchte hier beginnen, so kurz bevor ich ins Bild komme. Und ich hole mir eine Kaffeetasse, nehme sie hier runter und Schnitt möchte ich kurz bevor ich hier das für die Kaffeekapsel öffne. So, das ist jetzt die richtige Länge. Ich kann hier auch schauen, welchen Bereich ich nun ausgewählt habe. Diese. Genau, bis hier. Richtig. Wenn das stimmt, dann kann ich hier diesen Haken drücken und dann wird dieser Clip so angepasst. Also der erste Clip stimmt jetzt schon. Jetzt möchte ich den zweiten Clip noch anpassen. Diesen hier, ihr seht, der Übergang stimmt überhaupt nicht. Also wähle ich wieder Clip Edit. Dann wähle ich hier den zweiten Clip, der ist bereits angewählt. Jetzt möchte ich diesen wieder kürzen. Ich trimme hier. Und zwar möchte ich hier beginnen, wenn ich den Schieber oben öffne. Und bis dort, wo ich ihn wieder schließe, wenn ich die Kapsel hineingelegt habe. So, okay. Bestätigen. Dann dritter Clip bearbeiten. Jetzt muss ich hier unten noch den richtigen Clip wählen, den dritten. Dann, wie ich die Kaffeetasse auf hier hinstelle, auf diesem grünen Boden. So, und auch einfach einige Sekunden das stehen lasse. Kurz schauen, ob das etwas stimmt. Ja, ist jetzt etwas kurz, aber es hat auch nicht von Anfang an gezeigt. Mache ich das noch etwas länger. Also die Vorschau stimmt nicht ganz. Ich denke, bei diesem schwarzen Bild kommt eigentlich auch schon Bild. Aber ich kann das ja auch noch etwas länger machen. So. Ich kann das immer noch kürzen, wenn es nachher zu lang ist. So, jetzt schaue ich mir mal den Anfang an. Hier, ich komme, nehme Tasse. Ah, da geht es noch zu weit. Also, ich muss den ersten Clip nochmals kürzen. Gehe also auf Clip Edit,
Nehmen wir nochmals den ersten Clip und hier kürze ich etwas. Ich komme, nehme die Tasse. Jetzt habe ich zu viel weggenommen und etwas dazu. So, also. No, das will ich nicht. Okay, mit dieser kleinen Timeline ist es halt nicht so einfach, genau zu arbeiten. Ich kann es nur im Hochformat. Also ich ziehe nochmal etwas und dann bestätige das mal und schaue mir das an, wie das so durchgeht. Ja, jetzt stimmt der Übergang fast. Die schwarzen Bilder irritieren jetzt noch sehr, aber nach dem Export sind die dann weg. Okay, jetzt gehe ich weiter. Habe ich 3 Clips, jetzt möchte ich den 4. Clip bearbeiten. Ich lasse hier den Kaffee hinaus. Und zwar möchte ich da, wenn ich den Knopf betätige, hinein und dann einfach ein bisschen Kaffee in die Tasse fließen lassen. Okay. Dann nächster Clip. Okay, jetzt denke ich, also eigentlich möchte ich jetzt mal mein Gesicht zeigen. Jetzt kann ich die Reihenfolge hier ändern. Ich kann diesen Clip nehmen, hier nach vorn ziehen und hier hineinschieben, anwählen. So, jetzt kürze ich hier wieder, bis ich nicht mehr in die Kamera schaue. Hier. Und kürze hier. So. Und einfügen. Dann nächster Clip. Diesen Clip hier, der es kommt. Ja, den brauche ich eigentlich nicht. Den möchte ich gerne löschen. Kann ich hier Delete? Okay. Und diesen hier, den brauche ich auch nicht. Den lösche ich auch gleich. Delete. Okay. So, und jetzt kommt noch der letzte Clip. Jetzt ist also der Kaffee in meiner Tasse. Jetzt möchte ich diesen hier noch anpassen. Trim. Und zwar nehme ich hier noch einen Kaffeerahmen. Und öffne diesen, muss ich gar nicht das Ganze zeigen. Vorher hat man nur mein Gesicht gesehen, also war ich vielleicht schon beim Kaffeerahmen und dann hier, wie ich zur Tür hinausgehe. Und bitte. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Okay, der erste Clip ist immer noch etwas zu lang. Den müssen wir nochmals kürzen. Clip Edit. Erster Clip, ein bisschen kürzer. So, jetzt sollte es stimmen. Kaffeekapsel hin. Schließen, Kaffeetasse. So, und fertig ist der Kaffee. Gut, und dann möchte ich das Ganze mit etwas Musik unterlegen. Ich kann hier auch noch einen Text dazugeben, etwas hineinschreiben oder ich kann hier Filter wählen, verschiedene Farben, warm bekommt mein Film eine andere Farbe. So. Und dann Musik. Ich kann mir meine eigenen Songs holen, die ich hier auf meinem Smartphone abgelegt habe. Oder ich wähle jetzt diesen hier, Smile. Und dann seht ihr.
Wenn es mir etwas zu laut, mache ich noch etwas leiser. So. So. Okay. Oh, nein, will ich nicht. So, okay. Also, und jetzt sehen wir uns das Ganze nochmals an. Gut. Und jetzt speichere ich das. Jetzt habe ich den HD-Mode. Der hat vorher nicht richtig funktioniert, sollte eigentlich, weiß nicht warum, auch in der Gratis-Version. Ich nehme jetzt deshalb den Fast-Mode und nehme OK. Dann seht ihr, kommt hier Exporting, exportiert es den Film, rendert ihn und legt ihn bei meinen Fotos ab.